So, ich wollte euch mal noch schnell ein Problem zeigen, das ich aktuell habe. Ich habe ja hier immer im YouTube eigentlich meine Kommentare anschauen und so weiter. Und jetzt habe ich aus Sicherheitsgründen habe ich mal mein YouTube-Passwort geändert. Also mein Google-Konto-Passwort. Und jetzt bin ich da plötzlich nicht mehr angemeldet im YouTube. Und wenn ich jetzt auf Anmelden klicke, dann kommt Anmeldung nicht möglich. Dieser Browser oder diese App ist unter Umständen nicht sicher. Verwenden Sie einen anderen Browser, bla 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 und so weiter. Und ja, keine Möglichkeit, mich da anzumelden im YouTube. Und jetzt ist die Frage, ob man da irgendeine Lösung findet dazu. Früher war das eigentlich relativ einfach gewesen. Da hat man können ins Web hineingehen. Und vielleicht haben wir es sogar noch gespeichert bei den Favoriten. Plex habe ich nicht gespeichert. Gut. Dann muss ich da eingeben. Plex.tv. Dann geht die Plex-Seite auf. Irgendwann. Akzeptieren. Und dann kommen wir da. Sign in. Oder sign up, wenn ihr kein Konto habt. Sign in. Und dann können wir da sagen, wir wollen mit Google einloggen. Ja, müssen wir das ganze Ding neu starten, oder was? Nur weil ich jetzt im Plex anmelden will. Das kann ja nicht sein. Wieder gar nichts, jetzt ist wieder voll blockiert. Was ist denn da los? Anmeldung nicht möglich. Ja, scheint also gar nicht zu funktionieren. Man kann sich also im YouTube nicht mehr anmelden. Browser ist unsicher, das heisst, werden wir mal dann Case aufmachen bei Tesla und schauen, was die dazu meinen, weil ja, ich will mich einfach wieder anmelden können. Falls von euch eine Lösung hat für das Problem, schreibt es doch unten in die Kommentare. Peace, ciao zusammen.